Er war einer der berüchtigsten Drogenbosse Mexikos. Joaquin Guzman oder einfach nur El Chapo genannt, der Kleine. Zweimal war der Chef des Sinaloa-Kartells aus mexikanischen Gefängnissen spektakulär ausgebrochen. Dies sind seltene Bilder und Videoaufnahmen seiner dritten Inhaftierung im Januar 2016. Dabei wird der damals 60-Jährige von Gefängnisbeamten erkennungsdienstlich behandelt und befragt. Unter anderem fragt man ihn nach seinem Spitznamen und er antwortet El Chapo. Frisch geschoren und mit Gefängniskleidung ausgestattet, tritt er dann seine Haft an. El Chapo wurde im Anschluss im Januar 2017 mit der Anklage wegen Drogenhandels und Mord an die USA ausgeliefert, wo er auch in allen Anklagepunkten im Juli 2019 schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Spektakulären Flucht. Joaquin El Chapo Guzman, Chef eines mexikanischen Drogenkartells, geht in seiner Zelle auf und ab. Plötzlich verschwindet er hinter der Wand, die den Duschbereich seiner Zelle abtrennt, und taucht nicht wieder auf. Das zeigen Bilder einer Überwachungskamera, die mexikanische Sicherheitsbehörden jetzt veröffentlicht haben. Guzman gelingt die Flucht über ein Loch im Boden der Dusche, der Eingang zu einem rund 1,5 Kilometer langen Tunnel.